So, und auch an diesem Freitag, kurz vor dem Wochenende nochmal, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Kurzanalyse hier auf meinem YouTube-Kanal IK Invest. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet. In einigen Bundesländern ist ja heute Feiertag, aber die Börse hat heute geöffnet, weil es kein bundesweiter Feiertag ist. Und auch wenn es teilweise sogar bundesweite Feiertage gibt, hat die Börse ja teilweise sogar trotzdem offen. Das wisst ihr aber sicherlich selber. Heute auf jeden Fall normaler Handelstag. Und diese Woche war natürlich ja bestückt mit sehr vielen Quartalszahlen. Und unter anderem hat jetzt auch Intel Zahlen geliefert. Die wurden positiv vom Markt aufgenommen. Und die Aktie ist ja in den letzten Wochen und Monaten deutlich unter die Räder gekommen. Von daher macht es natürlich Sinn, sich diese Aktie jetzt mal genauer anzuschauen. Wir werden also natürlich wieder auf verschiedene Vorfilter blicken und am Ende werde ich euch einen Discount-Call-Optionsschein aufzeigen, mit dem ihr aktuell eine Seitwärtsrendite PA, also auf das Jahr hochgerechnet, von über 176% erzielen könntet. Bevor wir starten, aber natürlich auch heute wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und dann können wir direkt loslegen mit diesen positiven News, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Intel erfreut die Investoren mit einer positiven Umsatzprognose und so stellte Intel für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 13,3 und 14,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 13,6 Milliarden gerechnet. Was aber sehr interessant ist eben, dass auch bei dem Ausblick, das ist eben das Wichtige, dass da Intel besser abgeschnitten hat, als das eben, ja, in Anführungsstrichen hier steht, befürchtet wurde oder sagen wir es mal so, womit die Analysten gerechnet haben. Also dementsprechend, ja, positive Nachrichten, dass man jetzt doch mit einem höheren Umsatz im laufenden Jahr rechnet und dementsprechend, ja, nimmt das natürlich positiv von den Investoren aufgenommen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Aktie hat schon dementsprechend heute positiv darauf reagiert. Da sie aber in den letzten Wochen und Monaten massiv unter die Räder gekommen ist, können wir hier trotzdem einen antizyklischen Trade starten. Wenn wir uns die Analysten mal anschauen, also die durchschnittlichen Kursziele der Analysten beziehungsweise das durchschnittliche Kursziel der Analysten, dann sehen wir hier in blau den aktuellen Kurs von Intel und hier oben in grau, das ist eben dieses durchschnittliche Kursziel. Und das sehen wir rechts nochmal. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,43 US-Dollar. Und das bedeutet von dem aktuellen Wert ausgehend ein Potenzial von knapp über 30%. Also das zeigt natürlich schon, dass hier auch von fundamentaler Seite von den Analysten ein deutliches Potenzial nach oben gesehen wird. Also positiv zu werten mit diesen positiven Nachrichten, die wir jetzt erhalten haben. Plus eben der Tatsache, dass es jetzt auch aufgrund der verschiedenen Saisonalitäten sehr positiv aussieht, werde ich eine Long-Position eröffnen. Denn die Saisonalität über 5 Jahre, also der Durchschnitt über 5 Jahre von Ende Oktober bis Ende Dezember in etwa, zeigt hier ganz klar aufwärts. Dann, wenn wir uns das über 10 Jahre anschauen, auch hier von Ende Oktober bis Ende Dezember, zeigt die Saisonalität aufwärts. Über 25 Jahre, sogar von Anfang Oktober bis Ende des Jahres und über 44 Jahre ebenfalls von Ende Oktober bis Ende Dezember. Und genau in dieser Phase befinden wir uns ja gerade. Wir haben gerade Monatsersten, also den 1. November. Dementsprechend, ob es jetzt dann Ende Oktober oder Anfang November wäre, wenn jetzt die Aktie wirklich ansteigt, so genau sollte man das nicht nehmen mit diesen Saisonalitäten. Also wir sind jetzt genau in diesem positiven Zeitfenster aufgrund dieser verschiedenen Zeiteinheiten. Und genau aus diesem Grund spricht auch die Saisonalität meiner Meinung nach dafür, hier eine Long-Position aufzubauen. Zudem hatten wir jetzt hier längere Zeit einen Widerstandsbereich um 21,70 Dollar in etwa. Wie man sehen kann, ist die Aktie hier von unten öfter dran gestoßen. Dann gab es irgendwann diesen Ausbruch nach oben. Seitdem mehr oder weniger hier so eine Seitwärtsphase. Aber man kann schon sehen, heute zumindest hat die Aktie positiv reagiert. Aber wir befinden uns natürlich übergeordnet immer noch in dieser Seitwärtsphase, die wir jetzt schon hier seit einiger Wochen sehen. Ich gehe davon aus, dass wir zunächst jetzt relativ schnell Richtung 24 ansteigen könnten. Danach wäre sogar ordentlich Potenzial gegeben bis in den Bereich um 30, 32. Aber das ist natürlich eine ordentliche Wegstrecke. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, sondern ich gehe zumindest mal davon aus, dass die Aktie hier weiter auf diesem Niveau zunächst vielleicht seitwärts läuft, dann leicht aber nach oben triggern könnte. Und dann eben auch diese 24 Dollar nach oben durchbrochen wird und die Aktie dann Richtung 26 und 28 ansteigen könnte. Da wir aber natürlich nie wissen,
weiß natürlich sowieso niemand, ob eine Aktie steigt oder fällt, müssen wir natürlich versuchen, die Wahrscheinlichkeiten auf unsere Seite zu bekommen. Und jetzt haben wir schon gesehen, die Nachrichten werden jetzt wieder positiver. Wir haben gesehen, die Analysten sehen ein deutliches Kurspotenzial. Wir haben gesehen, dass die Saisonalität bis Ende des Jahres positiv ist. Und wir sehen eben jetzt auch hier aus charttechnischen Gesichtspunkten, dass diese Unterstützungszone bei 21,70 zuletzt gehalten hat. Die Aktie jetzt ja nach oben ja, wieder abgedreht ist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir zumindest mal Richtung 24 ansteigen und die Aktie dann, wie gesagt, so seitwärts bis aufwärts gerichtet laufen könnte. Genau aus diesem Grund könnte es sich anbieten, einen Discount-Call-Optionsschein zu kaufen auf die Aktie von Intel, und ich werde auch genau dieses Produkt gleich wieder in verschiedene Depots von mir reinkaufen. Das ist die WKN MG9DFY. Wir haben in diesem Falle einen, das sehen wir rechts, Basispreis bei 19 US-Dollar und einen Cap bei 21,50, also unterhalb des aktuellen Niveaus, was wir eben gesehen haben. Wir sehen hier dann mal die Aktie, wir notieren fast bei 23 US-Dollar, also wir haben hier schon einen gewissen Puffer. Laufzeit von diesem Produkt ist eben hier der 21.03.2025. Sollte also die Aktie von jetzt an seitwärts laufen, sollte sie steigen oder sogar leicht fallen, können wir trotzdem eine positive Rendite erzielen. In diesem Falle von 47,68% auf die Laufzeit, was enorm ist, oder PA-Rendite fast 177%. Das zeigt natürlich aber auch, dass wir hier wieder ein deutliches Risiko haben, denn sollte die Aktie nochmal massiv unter Druck kommen und am Ende der Laufzeit unter 19 US-Dollar notieren, dann verfällt das Produkt wertlos, und zwischen Basispreis und Cap, das wisst ihr glaube ich mittlerweile, wird der innere Wert berechnet und dieser kommt dann zur Auszahlung. Jetzt muss hier natürlich klar sein, die Auszahlung ist hier 2,50 Dollar, aber wir handeln ja natürlich hier in Euro, deswegen maximaler Rückzahlungswert hier aktuell angegeben mit 2,30 €, das ist eben bereinigt um den aktuellen Euro-US-Dollar-Kurs, aber das wird sich natürlich ändern während der Laufzeit, weil natürlich der Euro gegenüber dem US-Dollar auch schwankt. Aber wie kommt man an sich auf diesen maximalen Auszahlungsbetrag? 21,50 minus 19 US-Dollar sind 2,50 € Differenz. Bezugsverhältnis ist hier 1, also maximale Auszahlung 2,50 €. Und auch hier sei wieder gesagt, dass ich das Produkt jetzt erstmal kaufe, und sollten sich die nächsten Tage und Wochen positiv darstellen, dann werde ich diese Position eventuell auch wieder vorzeitig verkaufen. Zum Beispiel habe ich auch diesen Discount Call, den ich hier zuletzt vorgestellt habe, heute zunächst wieder verkauft, weil ich das Risiko vor der US-Wahl etwas reduzieren wollte, was die Indexseite angeht. Und dementsprechend, ja, ist das hier auch wieder der Fall. Sollte sich das positiv entwickeln, dann kann man natürlich auch mal gerne Gewinne vom Tisch nehmen. Und wir sehen ja auch hier wieder einen aktuellen Geld- und Briefkurs. Also zu Börsenhandelszeiten kann man dieses Produkt natürlich wieder handeln. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Auch heute freue ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben von euch, wenn euch diese Analyse gefallen hat. Und hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, wie ihr die Aktie von Intel momentan einschätzt. Denkt ihr, es ist eine sinnvolle Idee, hier mit einem Discount-Call zu investieren oder eben nicht? Lasst es mich wissen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und ja, bis spätestens am Montag. Also alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.